Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute widmen wir uns mal einem ganz heißen Thema, zumindest wenn man die Werbung betrachtet, die man in letzter Zeit in vielen Foren sieht, die man im Internet sieht, die man auf YouTube sieht, nämlich heute geht es mal um binäre Optionen. Wenn wir über binäre Optionen sprechen, dann gibt es ganz viele Marktteilnehmer, die von vornherein sagen, okay, binäre Optionen, das ist legaler Betrug. So, und eins muss ich voranstellen, binäre Optionen sind kein legaler Betrug, denn wenn es Betrug wäre, dann wäre es nicht möglich, binäre Optionen zu handeln. Aber binäre Optionen sind natürlich zumindest aus meiner Sicht heraus Finanzkonstrukte, bei denen der Vorteil ganz eindeutig bei der Bank, also das heißt beim Broker liegt, und die Wahrscheinlichkeit, mit binären Optionen Geld zu verdienen, liegt in meinen Augen beinahe zu null, zumindest für denjenigen, der sie auf Kundenseite als auf unserer Seite handelt. Schauen wir uns aber erstmal an, was sind eigentlich so richtig binäre Optionen? Das Wort setzt sich ja zusammen aus binär und Optionen. Optionen wissen wir sagen jetzt mal ganz einfach Wahlmöglichkeit, und binär ist also ein einzeln auftretendes Ereignis. Und klassische binäre Optionen kann man also so sehen, dass man sagt, ich wette, und in dem Fall ist es wirklich eine Wette, dass man sagt, ich wette darauf, dass beispielsweise ein bestimmter Bereich nicht mehr erreicht wird. Das ist erstmal noch nicht viel anderes, als wenn man beispielsweise Optionen verkauft. Also wir könnten beispielsweise sagen, wir hätten hier einen Goldpreis, sagen wir von $1,220 pro Unze, und wir wetten eben darauf, dass dieser Preis nicht mehr erreicht wird, dass der beispielsweise der Preis darüber bleibt, und wenn das so eintritt, dann gewinnt man diese Wette. Was macht jetzt aber den Handel von binären Optionen so, sagen wir mal, so unprofitabel für den privaten Händler? Es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist der, dass hier das Einsatzverhältnis relativ schlecht ist. Also wenn wir beispielsweise sagen, in so eine Wette platzieren wir oder riskieren wir $7, dann gibt es am Ende ein festes Auszahlungsprofil. Das heißt, ich setze $7, ich muss die also bezahlen, und wenn es tatsächlich so ist, dass der Preis hier darüber bleibt, dann bekomme ich von mir aus $10. So, und jetzt gehen die Broker natürlich her und machen Werbung und sagen, okay, $7 riskiert, $10 gewonnen, das ist ja prozentual gesehen ein sehr, sehr hoher Gewinn. Das heißt also, ich habe hier knapp 45% etwa gewonnen, und sie werben also damit, dass man hier sehr, sehr hohe Gewinne machen kann. Und tatsächlich ist ja ein Gewinn von 45% sehr, sehr hoch. Jetzt kommt noch dazu, dass diese Gewinne meist in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne erzielt werden können. Also, dass man eben jetzt nicht hergeht und sagt, ich wette darauf, dass der Preis innerhalb der nächsten 30, 60 oder 90 Tage darüber bleibt, sondern nein, man wettet darauf, der Preis bleibt innerhalb der nächsten, 10 Minuten darüber oder der nächsten 60 Sekunden vielleicht auch nur. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Wette mit so einem Auszahlungsprofil nicht angeboten wird, wenn beispielsweise der Preis bei 1250 stehen würde, weil dann wäre es ja ein einfacher Deal. Dann wäre es ja wirklich einfach zu sagen, okay, $30 unten drunter, ich habe jetzt noch 60 Sekunden Zeit, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in 60 Sekunden unter 12,20 ist? Die wäre natürlich riesengroß, die Wahrscheinlichkeit. Wenn es das gäbe, dann würde ich nur noch binäre Optionen handeln. In der Realität ist es aber eher so, dass man sagt, du hast 60 Sekunden Zeit und der Preis steht vielleicht gerade bei 1220, und damit machst du im Grunde genommen einen Münzwurf. Das heißt, du hast eine 50-50 Chance, das Ganze zu machen, aber du hast natürlich ein viel, viel schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis, weil im Gewinnfall gewinnst du $3, aber im Verlustfall verlierst du 7. Und daran sehen wir schon mal, was wir für Trefferquoten haben müssen, um hier langfristig Geld zu verdienen. Und je länger die Laufzeit ist, umso schlechter werden dann diese Auszahlprofile. Das heißt also, wenn es tatsächlich, es gibt auch binäre Optionen, die eben einen Tag laufen oder eine Woche laufen oder auch länger laufen,
Aber dann ist es natürlich so, dann ist dieses Verhältnis hier nicht mehr 7 Dollar auf 10, sondern beispielsweise 9,80 Dollar auf 20 Cent. Und da könnt ihr euch dann wieder vorstellen, okay, dann hat man zwar eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, aber man gewinnt eben so wenig, dass wenn man doch mal wieder verliert, im Grunde genommen die Gewinne der letzten 50, 100 Trades weg sind, als auch hier keine Chance, das wieder zu machen. Zum Zweiten, und das ist ein ganz großer Nachteil der meisten binären Optionen, die es gibt, sind die Broker, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt zu unseriös, aber sie führen eine Preispolitik, die schon sehr, sehr fragwürdig ist. Denn sie selbst stellen diese Preise. Das heißt, es wird zwar gesagt, das ist der Preis, der an der Börse gehandelt wird, aber wer kann denn nachkontrollieren? Es wird nicht der Preis der Börse genommen, sondern ein selber im System kreierter Preis. Und dann kann man eben nicht nachkontrollieren, ob tatsächlich hier der Preis über 12,20 war, sondern der Broker selbst kann ihn eben auch stellen, von mir aus auf, ich mache das hier mal rot, auf 1219,5. Und zwar mal ganz kurz, nur ein paar Sekunden, dann ist man drunter, Wette verloren, 7 Dollar weg. So, und das passiert halt sehr, sehr, sehr häufig. Also das wird sehr, sehr oft gemacht. Die Preise werden manipuliert von den meisten, warum sage ich den meisten, ich erkläre es gleich noch, von den meisten binären Optionsanbietern. Und deswegen würde ich persönlich jedem raten, lasst die Finger vom Handel mit binären Optionen. Denn es ist eine wahre Geldvernichtungsmaschine. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten und er erwähnte dann so nebenbei, ach ja, mit diesen binären Optionen, ich habe da jetzt auch mal 300 Dollar hinüberwiesen und ich probiere es einfach mal. Und genau das ist aber der Punkt. Hier wird der Spieltrieb des Menschen angesprochen. Ich probiere es mal. Und klar, wenn 300 Dollar weg sind, sind sie weg. Da geht jetzt die Welt nicht unter. Wenn das aber am Tag mehrere hundert, mehrere tausend Kunden machen, dann gewinnt natürlich nur der Broker und der Einzelne verliert. Das ist so ähnlich, wie wenn ich nach Las Vegas gehe und mich an so einen Automaten setze. So, an so einem Automaten stecke ich 50 Euro rein, wenn die weg sind, naja, sind sie halt weg. Ne? Macht mich jetzt nicht unbedingt ärmer, aber da das Tausende und Abertausende jeden Tag machen, werden die Casinos immer reicher und ziehen uns sozusagen das Geld aus der Tasche. Das Schöne ist, wir müssen das ja nicht machen. Das heißt, niemand ist gezwungen, das zu tun. Und damit natürlich die Leute das machen, wird aber auch ein Prinzip angewandt, was in Vegas genommen wird, nämlich es wird unheimliche Werbung gemacht. Also wenn ihr heute schaut, wenn ihr einfach mal auf NTV schaut, auf N24, selbst auf RTL 2 oder irgendwo, kommt immer Werbung von binären Optionsbrokern. Und die Frage ist, warum machen die denn? Warum stecken die Hunderttausende, Millionen in Werbung hinein, wenn es doch so scheint, als dass jeder Kunde gewinnen würde? Und ihr müsst euch immer eins überlegen, an der Börse gibt es immer jemand, der Geld verliert und immer jemand, der Geld gewinnt. Die Börse ist nur ein Mittler dazwischen. Bei binären Optionen gibt es aber keine Börse. Da gibt es nur den Broker und da gibt es nur den Kunde. Und wenn angeblich die Kunden immer verlieren würden, Entschuldigung, immer gewinnen würden, ne, wenn die immer gewinnen würden, dann müsste der Broker permanent verlieren. Und jetzt überlegt mal logisch, wie kann er denn Millionen in Werbung stecken? Und dazu alle Kunden werden noch glücklich und gewinnen und haben da den Weg zum Reichtum gefunden. Wie soll denn das funktionieren? Also alleine mit gesundem Menschenverstand weiß man, dass das nicht funktionieren kann. So, ein Punkt, den möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Es gibt nicht nur bei ganz, sagen wir mal so halbseitigen Brokern binäre Optionen, sondern es gibt auch an regulären Börsen binäre Optionen. So gibt es beispielsweise an der CME in Chicago binäre Optionen. Das heißt, die werden dann direkt an der Börse gehandelt. Man kann also hier wieder beide Seiten eingehen, dass man also sagt, okay, ich kaufe die binäre Option oder ich verkaufe die binäre Option. Allerdings ist die Liquidität in diesen Produkten sehr, sehr, sehr gering. Die CME ist ja bekannt dafür, immer zu schauen, was geht momentan gerade, wo kann man Geld verdienen. Und deswegen wurden auch an der CME und wahrscheinlich auch an einigen anderen Terminbörsen schon vor Jahren binäre Optionen eingeführt. Die sind dann, wenn man Liquidität hätte, an sich ganz interessante Handelsinstrumente, nämlich auf Verkäuferseite. Also man würde dann immer derjenige sein, der die 7 Dollar hier einnimmt. Das erinnert ja dann schon wieder fast ein wenig an die klassischen Optionen. Und, aber die Liquidität ist sehr, sehr gering. Es kann auch sein, dass mittlerweile da die Bedingungen ein bisschen geändert wurden. Also ich habe es mir mal angeschaut vor
etlichen, ich glaube 2 Jahre ist das schon her, habe dann gesehen, keine Liquiditäten, habe mich dann auch nicht näher damit beschäftigt. Und deswegen ist das also auch etwas, was mir persönlich nie in mein Trading-Konto hineinkommen würde. Ich kann nur empfehlen, lasst die Finger von binären Optionen, trotz aller schöner Werbung, trotz aller YouTube-Filmchen, die da versprechen, jeden Tag ganz einfach $300 verdienen und so. Das ist eine reine Marketingmasche, das ist wirklich so der Trend aktuell, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wer ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und das Ganze mal durchdenkt, der wird merken, mit binären Optionen kann man kein Geld verdienen. Es ist vollkommen ausgeschlossen, weil wenn es einen statistischen Vorteil gäbe, um mit binären Optionen Geld zu verdienen, dann würden die Broker pleite gehen. Und ich habe jetzt noch nicht gehört, dass ein Broker mit binären Optionen pleite geht. Ganz im Gegenteil, das ist sowieso ein bisschen so eine dubiose Ansammlung von Geschäftsleuten, die binäre Optionen machen. Deswegen Finger weg von binären Optionen. Wenn ihr Optionen handeln wollt, dann handelt ganz normal börsengelistete Optionen, das heißt Future-Optionen, ETF-Optionen, Aktienoptionen. Da gibt es mehr als genug Auswahl. Und den Stein der Weisen, den leichten Weg zum Reichtum, den müssen wir leider woanders suchen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euer Geld auf. Euer Jens, Servus, macht's gut.